Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Thüringen, ja, Feuer einsammeln, bevor die Nacht kommt. Jo, ich will nochmal testen von der, ja, Ausreizung des möglichen, wegen der Datenmenge für die Aufnahme. Also, wird immer erhöhen. Damit das am Ende viele Daten gesammelt werden, dass nach dem Rendern halt viel mehr sauberer wird, ne? Das ist ja immer das der entscheidende Punkt. Ob ich nachher später mal, wenn ich Glasfaser habe, auf 4K hochgehe, eine Aufnahme und hochlade, muss ich mal schauen, wie das hinbekommt. Es geht ja um die, ja, die Datenmenge dabei, dass es auch geschrieben werden kann. Oder Technik her. Oder es muss die nächste Generation Computer werden. Aber das wird ja jetzt diesmal nicht. Ich wollte ja komplett die 50er Generation auslassen. Wollte ja einmal meinen Vorsatz umsetzen. Kauf dir was Gutes, dann brauchst du nicht gleich wieder kaufen. Nee, das mal will ich das auslassen. Die 60er in knapp 3 Jahren. Eher was für mich. Also wer sich mit auskennt, aktuell gibt es ja die 40er Generation. Grafikkartenmäßig, prozessormäßig gibt es die 14er. Immer ein Ticken besser als die 13er, aber nicht so viel besser wie was man sagen müsste, kann sich jetzt das lohnen, sie neu zu kaufen. Na, ist nicht der Fall. Man muss irgendwie mit ein paar Megahertz das nichts Neues kaufen. Zumal ja auch LS technisch gesehen eher die Energy ist, die jetzt das Ganze nicht hinbekommt, ne? Ist ja halt so. Und ein bisschen gucken, vergleichen, dass so ja die dass da keine kein Ruckler gibt, ne? Also das müssen wir gucken. Bin jetzt bei, glaube bei 4 oder 6, weiß gar nicht genau. Viel weniger geht doch gar nicht. Dann brauche ich eine größere Festplatte. Das ist zwar keine große Kunst, also da was Größeres zu kaufen. Ist ja nur so ein kleiner, so ein kleines Teilchen, ne? Er ist ja nicht. Ja. Aber mein alten Rechnerprinzip, also alt, der jetzt nicht jetzt verwende, ist ja mein Knackpunkt, das sind die USB-Anschlüsse, die zu wenig sind. Von der hohen Geschwindigkeit her. Das ist eher so, das ist eher mein Problem, was ich aktuell habe. Wo ich jetzt ganz gut gelöst habe, also dass es gut klappt, Club of Holz, man weiß ja immer nicht, ne? Ja, was ich gesehen habe von den Fotos her, oder Drescher im Getreide ist, wahrscheinlich Weizen, dass die Grafik da wirklich schon sehr, sehr gut ist, also von der Darstellung her, ne? Also der Frucht an sich. Also da bin ich schon von der überrascht, dass es noch besser geht, ne? Aber wie gesagt, das ist ja wiederum das Problem für viele, die jetzt PlayStation 4 haben. Die werden mit dem nichts, da geht nichts mehr, ne? Also von vornherein, das ist die Leistungsgrenze. Wenn du besser haben willst, dann musst du halt Abstriche machen, ne? Das ist dann, ja, schade für die, alle, die PlayStation 4 haben. Aber ich würde jedem empfehlen, man kann ja auch mit einem Fernseher am PC was anfangen, ist ja nicht mehr so, dass man da immer eine PlayStation kaufen muss. Oft ist ja der Rechner gegenüber einer Konsole ein bisschen ein Vorteil. Man kann da genauso gut mit dem Controller spielen wie mit einer PlayStation. Da gibt es ja auch zig Möglichkeiten. Man muss sich nur halt da Gedanken machen vorher.
Wie gesagt, aber wie gesagt, der LS22er ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich weiß zwar nicht, wie jetzt bei den Konsolen mit den ganzen Mods so Möglichkeiten gibt. Ich meine, alles was Skripte ist, Cosplay, Autodrive, das geht eh nur für den PC, was ich weiß. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und da würde ich, wenn ich was Neues kaufen müsste, empfehlen, zum Computer zu gehen. Ne? Nicht unbedingt gleich beim Mediamarkt, sondern gibt es verschiedene Hersteller, die das zusammenbauen. Dubaro habe ich. Ich verwende Dubaro. Der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht schlecht. Die Marke, die Fat Action vertritt, ist da ein bisschen teurer. Da habe ich mir gleich angeguckt und gesagt, okay, Finger weg. Kann ich jetzt so vom Preis her nicht empfehlen. Ne? Also da gibt es bessere, preiswertere. Aber wie gesagt, ich mache ja jetzt keine Werbung für, also muss jeder für sich entscheiden, wo er das kauft. Also Mediamarkt hat oft Einschränkungen. Aber wer Garantieprobleme lösen möchte, ist im Mediamarkt natürlich gut aufgehoben. Ne? Ist klar. Also guckt nach der Grafikkarten, Arbeitsspeicher und Prozessor. Es muss kein 9er sein. Das reicht auch 7er aus oder auch 5er theoretisch. Es muss halt nur die neueste Generation sein, ne? Oder AMD ist auch eine gute Empfehlung. Also ich habe zwar keine AMD-Prozessor, aber wie gesagt, von Preis-Leistungsverhältnis sind die ein bisschen besser. Vom Preis her aufsehen, ne? Leistung, naja gut, kann ich nicht, ich habe keinen Vergleich. Aber so groß und ganz, was ich gelesen habe, ist AMD auch nicht schlecht. Intel ist ein bisschen teurer und Nvidia ist auch teurer. Aber da gibt es, ja, man müsste mal googeln, im YouTube gibt es da verschiedene Videos, die das entsprechend vorstellen. Monty zum Beispiel, der macht mal Vergleiche. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass ihr praktisch Fell S ist ja nicht so wie Scooter und so was, ne? Wie jetzt hier Ballerspiele, ne? Das ist ja eine hohe Anforderung, Grundvoraussetzung. Und dann kommt auch eine nächste Tatsache, ist der Monitor. Habt ihr ein Full HD? Habt ihr einen 2K-Monitor? Oder ein mit 4K? Je höher, also Leistung, also 4K, da muss man schon eine gute Grafikkarte haben. Mit hohem Videospeicheranteil, ne? Also 12 bis 16 GB. Also das ist schon mal kein Fehler. Bei 4K ansonsten geht ein bisschen weniger. Wie gesagt, wer ein 32 Zoll Full HD hat, ist das alles machbar. Planung, man muss sich vorher kundig machen, ne? Das ist mein entscheidender Punkt. Lass mal. Sich, eine Dubaro will Vorkasse haben. Muss ich dazu sagen. Da war ich einfach auch skeptisch, weil das ja praktisch. Ja. Also, wo ich das erste Mal bestellt habe, da war ich auch mit nicht ganz von begeistert. Weil ich dann den Verein nicht gekannt habe. Und war jetzt vom zweiten Rechner wieder bestellt. Und bei denen habe ich jetzt keine Probleme gehabt. Beim anderen war ich selbst schuld. Da habe ich mal BIOS geupdatet. Und da fingen die Probleme an. Und so gekauft, nie wieder angefasst. Alles extern, also die intern habe ich gleich zwei Festplatten einbauen lassen. Eine C und eine D
Und ansonsten habe ich alles für Aufnahmen, für Bearbeitung, für Bilder, alles extern gespeichert. Deswegen brauche ich auch viele USB-Steckplätze. Ja, also Tastatur, Maus ist ja auch da. Ich habe gerade Mikrofon zum Beispiel. Kamera. Bei Kamera brauche ich auch eine hohe Geschwindigkeit. Mikrofon, ja, Lenkrad, ne? Also Lenkrad brauchst du keine Erhöhung, aber nur halt nicht so viele übereinander gelackt, ne? Also wenn viele Daten kommen, dann ist da ein Lenkrad ungünstig, ne? Dann merkt man das, und dass das immer wieder einstellt. Da musste halt, ja, immer wieder mal, immer suchen, dass ein Platz hast, wo praktisch nicht so viel Daten übergeht. Ne? Also ist ja im Prinzip im Rechner praktisch wie eine Kopplung, also wie eine Mehrversteckdose. Ne? Wenn du da zu viel drauf hast, dann ist das ungünstig. Deswegen ist da Testen angesagt, bis es einwandfrei läuft. Wie gesagt, ich bin in 3 Jahren, so habe ich heute geplant. Stand heute meinen neuen Kauf, da werde ich gucken, dass ich da ein Mainboard habe mit vielen, vielen USB-Anschlüssen, ne? Mit hoher Geschwindigkeit vor allen Dingen. Also gerade jetzt nämlich gerade mit hoher Datenmenge aufnehme. Aktuell schreibt er mit 52, 60 Megabyte pro Sekunde bei 15% Auslastung. Geht dann mit langsamer Festplatte nicht. Obendrein wird die noch heiß, ne? Nachricht. Ja, heute meldet der Gewitter. Samstag auch übrigens. Ach, also gut, die Folge kommt ja später. Ja. Schau mal draußen halt ein bisschen gießen. Gestern ist zwar ein bisschen Regen gefallen, aber nicht so viel, dass man sagen könnte, oh ja, das hat es jetzt mitgebracht. Ich wollte meine Gießkanne oder einen Schlauch gleich nehmen. Bin ich da auf der sicheren Seite, ohne so oft laufen. Ja, irgendwie war der Sommer leicht da, ne? Jetzt hat sich hingezogen, immer bedeckt und wechselhaft. Und plötzlich ist es heiß. Heiß in dem Sinne, sehr heiß. Ja, nichts für mich, aber ist halt Sommer. Wetter kann man sich nicht aussuchen. Kann nur das den Ort aufsuchen, wo anders ist. So, einmal noch fahren mit Heu, dann haben wir es geschafft. Mit Heutechnisch. Dann immer noch Stroh fahren. Ja, jetzt haben wir. Heute ist der 28. Juni. Ja, 3 Tage oder so. Naja. Dann ist der Juli, ne? Ja. Ja, August geht wieder Arbeit los. Ja, mal schauen. Ja, das habe ich hergefahren nebenbei, ne? Also gewaschen, repariert. Der war ja richtig kaputt. Und der Tank war leer. 4000 Euro bezahlt. Den Tank voll. Könnte ich privat nicht machen. Da sagt das Konto Limit überschritten. Ja, das mit dem Bargeldzeug, das ist ein Witz. Das ist ja, was die alle für Pläne haben. Da. Kontrolle, sag ich da nur. Totale Kontrolle. Den Kriminellen, was immer sagen, kriegen sie sowieso nicht eingedämmt, denn wenn der macht dann hier notfalls Geschäfte mit
Ja. Mit Gold oder mit Edelstein, egal was, also Bitcoin oder was ich. Die finden dann schon einen Weg, um sich die Geschäfte zu refinanzieren, ne? Das ist so. Glaub nicht, dass da alles die Großen werden damit nicht eingedämmt. Was eingedämmt wird, ist die Schwarzarbeit privat, aber da wird es auch sicherlich Mittel und Wege finden. Dann heißt die harte Währung wie früher Kaffee, teuren Sprit, also Alkohol, ne, also den hochwertigen. Wo ist leer? Oder Unwetterwarnung, keine Ahnung. Und also da gibt es Mittel und Wege. Dann gehst halt und kaufst, holst einen Gutschein und dass er einkaufen kann. Das ist dann auch egal. Bei kleineren Sachen, ne? Ich habe das Problem nicht, aber da gibt es Helfen gegen Helfen, ne? Früher war es ja üblich gewesen, dass man einen sich gegenseitig hilft. Statt. Heute ist immer die Bank dazwischen, ne? Schön Geld. Dorfgemeinschaft war ja früher anders gedacht, ne? Also da hat man sich gegenseitig geholfen. Wenn der eine was hatte, weiß ich, da wurde gemeinsam was gemacht. Ganz früher jedenfalls. Oh, ist wieder Zeit. So, schau, das soll schon heute gewesen sein. Ja, schönen Dank, dass Sie reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, Glück gehabt. Tschüss, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ja schon beendet.